Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fort 1 gegen 1 Ranked Modus. Ich habe euch eine wunderbare Runde Ranked mitgebracht. Das ist vollkommen gelogen. Es sind zwei wunderbare Runden Ranked. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Es geht sofort los. Let's go! Na, endlich geht's los. Standard Map. Ich habe auch nur 20 Minuten gewartet. Wahrscheinlich waren es nur 15 oder 10, aber gefühlt waren es 20. Bis man endlich mal eine Runde kriegt. Feuervogel ist des Gegners Commander. Ja, das ist ganz schön frustrierend, wenn das so lange dauert, bis man in den Game gematcht wird. Aber macht man nichts. Es gibt einfach zu wenig Spieler noch. Da müssen wir dann halt auch mal als Forts-Community ein bisschen Leute anwerben, dass mehr Leute das Spiel spielen. Dann mache ich das hier richtig? Wahrscheinlich nicht, ne? Noch ein Windrad. Und dann Munitionsfabrik. Ey, ich habe so lange keine normale Taktik mehr auf Standard gespielt, dass ich schon fast alles vergessen habe. So, das hier auch weg. Die Windräder drehen sich. Dann müssten wir gleich genug Strom haben. Er baut immer noch Minen. Angeblich. Können wir dem trauen? Ich denke nicht. Opa. Das sieht hervorragend aus. Ja, da waren wir hauchschneller, aber wir haben dafür auch abgebaut. So, fünfte Mine muss aber sein. Die Frage ist, was will er bauen? Wenn er uns ein bisschen mehr Zeit geben würde, könnten wir einen Howitzer probieren. Aber die wird er uns wahrscheinlich nicht geben. Es wäre sehr riskant, das zu spielen, aber jetzt habe ich mich ja quasi schon entschieden. Los, los, los. Das wird gebaut. Dann wird gespart. Okay. Das hier muss auch noch sein. Das normale Crossbracing. Dann vielleicht noch hier das bisschen extra. So. Hier vorne machen wir mal dicht. Und dann warten wir. Wobei, die hier können wir eigentlich abbauen. Oder? Haben wir genug? Was läuft denn als erstes voll? 1000 und 9000. Ja, das ist schwer abzuschätzen. Aber es sieht so aus, als wird der Strom nicht als erstes volllaufen. Dann brauchen wir auch kein Metall dafür. 20 mm Geschütz hat er schon gebaut. Okay. 20 mm Geschütze. Da können wir natürlich was machen. Verteidigungstechnisch. Ich werde hier diesen großen Balken aus Stahl bauen. Und dann hier viel Holz-Spamming betreiben und dann mal schauen, ob wir den ein oder anderen Schild auch noch untergebracht kriegen. Ich denke da insbesondere an hier. Ja, seine Basis unten sieht eigentlich so aus, als könnte man mit dem Howitzer da einiges ausrichten. Sicher sein kann ich mir da natürlich nicht. Aber vom Gefühl her. So, das muss sein. Nein. Bisschen mehr Holz. Und es ist halt die Frage, wann hat er seine 20 mm fertig?
Wann muss ich hier oben umswitchen? Er hat die schon fertig. Das ist eine nicht ganz so schöne Überraschung. Das war das erste. Hat er zwei? Möglich wär's. Er hat uns nicht allzu viel Schaden gemacht. Aber es war auch nur 21 mm. Wir werden hier noch mehr Schutz brauchen. Das sieht schon mal besser aus. Das schön absichern. Sehr gut. Da waren viele Schüsse, die in den Schild reingingen. Und mal gucken, der kommt tief, und der bricht und wir haben gewonnen. Let's go, Alter. Die Taktik hat ja wunderbar funktioniert. Wunderbar. 5 Minuten 48, sogar eine richtig gute Zeit. Aber das schauen wir uns sofort an, wie der Howitzer da reingeflogen ist. Hier baut der Howitzer noch. Er schießt, trifft häufig den Schild, hat 21 mm nur. Hat wahrscheinlich gehofft, dass er jetzt seine Fähigkeit voll machen kann. Aber wir brauchten den einen Schuss nur. Da kommt er. Machen wir hier mal ein bisschen langsamer. Wir treffen wirklich perfekt genau da, wo der hin sollte. Hier schön rein. Die Balken können es dann nicht mehr halten. Und das Gewicht, ja, das ist einfach dann zu viel. Hervorragender Schuss. Es hat wirklich perfekt funktioniert. Genau wie es angedacht war. Und ja. Und da kann auch die zweite Runde beginnen. Dann extra die längere Map. Ja, wir haben jetzt hier mal wieder stundenlang gewartet, bis einer reinkam. Ich habe schon gedacht, nur eine Runde zu nehmen. Aber naja. So, hier ein bisschen Stabilität reinbringen. Ja, vielleicht. Ja, das war schlecht. Schlecht platziert. Egal. So, das muss weg. Dann muss das hier weg. Dann können wir das hier bauen. Sollte vielleicht auch mal ein bisschen darauf achten, dass der Gegner so baut. Was brauchen wir denn für Laser? Wir brauchen hiervon noch einen und davon auch noch, ne? Das können wir einrichten. Vielleicht bauen wir vorher noch mal eine Mine. Die laufen ja nicht sofort weg. Die Metalllager und die Batterien. So, so, so. Das passt. Das hier rüber. Aber so ein richtiges Stromproblem haben wir halt noch gar nicht. Wir sollten uns vielleicht eher darum kümmern, schnell die Laser an den Start zu kriegen. Er baut hier unten nichts. Das begrüße ich. Hoffentlich bleibt das so. Ja, weg mit dem Rotster. Wir brauchen die Fabrik. Er baut die Munitionsfabrik. Angenehm. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Mit der Munitionsfabrik, was könnte er bauen? Also ein Howitzer würde gehen. Ansonsten müsste er hier vorne Kanonen bauen. Und wenn er Kanonen baut, habe ich meiner Meinung nach einen Vorteil. Weil die Laser werden dort einfach durchschießen. Ja. Wie wäre es mit noch einer Upgrade-Fabrik? Die Minen hochzubringen ist eigentlich notwendig. Leider haben wir keine Ressourcen mehr, die wir hier irgendwie abbauen können. Windräder, okay. Er baut relativ standardmäßig. Keine krassen Pro-Taktiken bisher mit irgendwelchen Marschflugkörpern, die dann untenrum einem in die Basis reinfliegen.
Ist ja nicht so, dass wir das nicht alles schon gehabt hätten. So, hier müssen wir dann hochbauen. So viel müsste reichen. Und dann schauen wir mal, wo bauen wir denn den blauen Laser hin? Den blauen Laser bauen wir ein bisschen höher, würde ich sagen. Das heißt, den roten bauen wir nach unten. Jetzt kommt er mit den Schwarmraketen. Finde ich nicht gut. Das heißt nämlich, dass wir dagegen gleich was tun müssen. Ziehen wir das hier nach vorne. So und so. So, so und so. Das machen wir gleich voll mit MGs. Das müsste doch ausreichen. Ein Stück weiter hinten, damit wir gegebenenfalls eine Tür platzieren können. Ebenso wie wir hier eine platzieren werden, weil es dringend notwendig ist. Tja, es bietet sich vielleicht an, noch den ein oder anderen Sniper zu bauen. So in etwa. Okay, jetzt brauchen wir den dicken Laser. Wir müssen ihn eigentlich schon bauen. Also darauf sparen. Optimierungszentrum. Er scheint auf die Nuke zu gehen. Komm schon, Plasmalaser, wie kann das so lange dauern? So. Und die Tür brauchen wir leider noch, bevor wir unten Türen bauen können. Bei dem Laser, vor dem Scharfschützen brauchen wir auf jeden Fall eine. Damit der immer schön benutzbar bleibt. So, das sieht ganz gut aus. Türen. Hundertachtundneunzig und 200. 74. Und fertig. Ja, das war übel. Da ist trotzdem noch viel durchgekommen, insbesondere in die Stromversorgung. Ist noch einiges durchgekommen. Tja. Das sieht nicht so blendend aus. Wir müssen die Minen upgraden. Sonst haben wir gleich ein Problem. So, und dann kommt Strom, Alter. Sehr gut. Da ist diesmal nichts passiert.
Okay. Das Problem ist, sie fliegen halt wirklich immer durch die offenen Türen. So. Vielleicht. Das wird wahrscheinlich nicht halten, aber vielleicht gibt es mal ein bisschen Zeit. Okay, das war sehr schwach. Wir brauchen mehr Strom auch. Das haben wir ein bisschen vernachlässigt jetzt. Sehr schön. Zerbrechender Scharfschütze. Er gradet ab. Das ist typisch. Ja, bauen wir das einfach mal so. Das hier oben, da muss auch noch ein Winkel rein. Und hier auch, 203 kostet der. Also quasi nichts. Das hier machen wir auf. Und dann brauchen wir hier oben Schutz. 305. Dasselbe gleich nochmal. Ja, da haben wir jetzt was vor, mein Freund. Wo hast du denn dein Türchen offen? Bisschen viel zu tief. Ah, immer noch zu tief. So. Knapp da drüber reinhalten. Das sah ganz okay aus. Aber hier brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr. Das Windrad wird benötigt. Und... Oh! Wie haben wir das gemacht? Ich habe es nicht gesehen. Wir haben gewonnen. Aber wie? So, das hier hat gebrannt. Das habe ich in die Luft gehen lassen. Okay. Soweit so gut. Er hat sich abgebaut. Warum baut man sich bei so einer Situation ab? Ich finde das absolut unverständlich. Er hatte noch alle Chancen in der Hand. Ja, also ich nehme die Punkte an, aber Leute, was ist da los? Da nochmal schön drauf, da wäre ich mit dem Blauen natürlich hinterhergegangen. Aber da aufzugeben, er hätte ja nur zwei Schilde gebraucht. Ich hätte ja nicht mal rausnehmen können. Ich habe keine EMPs oder sonstiges Zeug. Sorry, ich habe ja keine EMPs, kein sonstiges Zeug und in dem Sinne, ja, keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Schauen wir uns das nochmal kurz im Ranking an. Ja, fast die 2300 Punkte, das ist quasi mein Ziel auch für die Saison, auf 2300 zu kommen. Damit ist man eigentlich, glaube ich, safe in den Top 100 am Ende der Saison. Und das, ja, wäre ganz schön, wenn wir die Punkte halten könnten. Im Moment 47 bin ich echt happy mit, weil hier sind ein Haufen Leute, die deutlich besser sind als ich. Ich habe hier schon gegen manche gespielt. Und ja, die sind besser. Ich habe mich ein bisschen reingemogelt. In die wirklich guten Rängen am Ende oder Mitte, Ende der Saison. Und ja, mal gucken, ob wir halbwegs in der Nähe bleiben, die 2300 Punkte noch schaffen. Aber in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.